So, hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play. Natürlich. Tomb Raider 2, The Golden Mask für den PC. Ich habe kurz mal ein bisschen gelesen, wo die Secrets sind nochmal. Und da ich schon einen verpasst habe, in dessen Nähe auch die, fuck, die M16 gewesen wäre. Ja, habe ich mal so gemerkt, also die M16 hätten wir schon haben können jetzt. Ist es natürlich gut, dass ich mir so einen Speicherstand für Albtraum in Vegas runtergeladen habe, weil ich das eben jetzt nicht mehr packen kann, weil ich dieses eine Secret schon verfickt euch doch passt habe. Ich komme mit diesen Dingern hier nicht klar. Und erstmal muss ich jetzt was ändern, was mich noch mehr ankotzt. Und zwar Speicherstand bitte hier oben. Danke. So, schon viel besser. Jetzt komme ich klar. Oh Gott, was ist das? Oh Gott, ist das ein Gegner? Er greift mich nicht an. Ist er vielleicht wie so ein Mönch? Und das Eis da unten ist kaputt. Oder ist der goldene Schädel das dritte Secret? Ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob ich das riskieren möchte, weil ich sowieso nicht mehr alle Secrets haben kann, aber... Ach, wenn ich doch schon mal dabei bin. Ja. Da mich das Ding gerade nicht angegriffen hat, weil ich jetzt einfach mal zu behaupten... Behaupte ich jetzt einfach mal... Dass... ich vergessen habe, was ich sagen wollte. Dass die ungefähr so sind wie die Mönche. Oh, das sah aber noch eine Plattform aus. Das sah doch nicht nur mir nach einer Plattform aus. Bushis. Ich weiß nicht, wie ich hier wieder runterkomme. Das ist mir ein Rätsel. Mit der Effi komme ich hier wieder weg. Hätte ich hier doch nicht speichern sollen und so. Ich weiß nicht, wie ich hier wegkomme. Hier lang auch nicht. Da unten ist der Schädel, hallo. Wie kam ich hier weg? Ich bin total ahnungslos, Mann, die Level sind kacke. Nein, sind sie nicht, aber sie gefallen mir nicht so gut wie das Hauptspiel. Aber dafür ist es ja auch nicht das Hauptspiel. Jetzt bin ich schon mal hier, so also könnte ich jetzt einfach ganz gemütlich nach draußen wieder klettern. Aber wenn ich schon mal hier bin, möchte ich den goldenen Schädel gern auch haben. Nein. Eigentlich bin ich gerade überhaupt nicht in Stimmung aufzunehmen, weil ich gerade irgendwie überhaupt nicht in Stimmung bin aufzunehmen, aber irgendwie tue ich es jetzt trotzdem. Ach, Mann. Ah, Mann, ich habe gerade gar keine Geduld hierfür. Ich könnte gerade schon wieder ausrasten wegen diesem Kack. Was ist denn das auch gerade für ein Kack? Muss ich mal sagen, das ist gerade echt ein Kack. Wisst ihr was? Fick den Goldschädel. Ich will hier einfach nur lebendig wieder rauskommen. Und zwar so. Oder komme ich von hier aus? Ja doch, von hier aus komme ich sicher runter. Hallo Eiskreaturen. Komische Dinger. Nein, du schießt nicht auf diese Kreatur. Die hat dir nichts getan. Verpiss dich, Kreatur. Nein. Ich möchte nur diese Eiswand zerschießen. Ach, muss ich gar nicht. Hier komme ich auch lang. Und was ist da? Nichts. Die kann ich nicht zerschießen. Gut, dann jetzt weg. Ich will den Schädel. Kann ich dich zerschießen? Ja. Wenigstens dich. Dann hallo, Schädel. Oh Gott, Wächter. Nein. Ich meinte nicht Wächter, sondern Killer. Aber diese Eisdinger helfen mir. Die sind scheinbar wirklich wie die Mönche. Die helfen mir gerade gegen diese Killer.
Und die sind gut. Glaube ich. Aha. Ja, den einen haben sie schon getötet. Hier haben wir Uzi-Munition. Apropos, ich möchte gerne die Uzi haben. Los, komm, das schafft ihr, oder? Ja. Sehr schönen Dank. Aha. Und die sind wirklich wie die Mönche. Das ist sozial. Das ist sehr sozial. Da muss ich jetzt nur noch wissen, wie ich da ordentlich nach oben komme. Und dann haben wir das hier auch ordentlich gepackt. Aber das Ding hier ist offen. Oh, da kommt ein Schneeleopard. Ach Leute, kommt schon. Macht ihr das? Ach nee, um die kümmert ihr euch nicht, oder wie? Toll, danke. Sehr nett von euch. Helft mir bei so einem Kack-Killern, aber bei so einem Schneeleoparden nicht. Toll, danke. Was ist hier überhaupt? Wo geht ihr hier hin und wo gehe ich hier überhaupt hin? Was bringt mir das? Moment, hier laufe ich doch gerade nur im Kreis. Das bringt mir ja noch einen Scheiß. Aber die laufen auch hier nur im Kreis. WTF, das wird mir doch irgendwas bringen hier. Ach, eine Leiter. Wie hoch geht das? Ich bin auch ziemlich tief, deswegen... Ach du Kacke, was ist hier denn? Wo bin ich denn hier? Ich bin total vom Weg abgekommen, merke ich gerade. Aha, hier bin ich also. Das ist cool. Und ich setze hier meinen kleinen Cut. Bis gleich. Ich habe mich hier gerade noch ein bisschen weiter... ist das eine Leiter? Umgeschaut. Und nichts gefunden, aber jetzt gerade... Ne, das ist keine Leiter. Ich konnte hier rechts neben dem Eisfenster hier so eine Blöcke hochklettern. Ich schau mal, ob mir das was bringt. Na, hier komme ich ja eigentlich nur wieder zurück zum Anfang. Aber war das hier eigentlich... Doch, das war ja vorhin doch auch schon... Nee, das war nicht gefroren. Hier bin ich aufgetaucht. Uzi-Munition, Granatmunition. Granaten? Ich habe keinen Granatwerfer. Aha. Gib mir doch erstmal einen Granatwerfer und dann die Granatwerfer-Munition. Oh, bist du eine bewegbare Kiste? Wahrscheinlich nicht, nein. Das war's jetzt, wow. Naja gut, ich schätze mal, um an die Uzis zu kommen, muss ich doch irgendwie es ungefähr so machen, wie ich es vorhin gemacht habe, nur ein bisschen anders. Ich werde es nochmal probieren, wir sehen uns gleich oben dort ungefähr wieder. So. Ich möchte jetzt bitte die Uzis haben. Nachdem ich jetzt den langen Weg zum goldenen Schädel gemacht habe. Es muss hier sein. Es gibt doch keinen anderen Weg. Kann ich hier vielleicht noch hoch? Nein. Es muss hier einfach sein. Kann ich vielleicht irgendwie... So, jetzt bin ich schon mal rückwärts, aber es wird mir auch nichts bringen. Hier ist ja keine Leiter oder irgendwas. Zumindest sehe ich keine, weil es hier auch arschdunkel ist. Ich sehe sowieso einen Scheiß. Gar nichts. Moment, am besten mache ich es nochmal mit einer Fackel. Dann sehe ich wenigstens etwas mehr. Mann, ist das anstrengend. Ich möchte doch nur an diese hässlichen Uzis. Das ist ja sehr schrecklich. Ich probiere es jetzt noch ein, zwei Mal. Wenn ich es dann nicht packe, wenn das vielleicht sogar falsch ist, dann gehe ich einfach weiter. Ist mir jetzt langsam auch kackegal. Regt mich nur ein bisschen auf, dass es nicht einfach gehen kann. Wie? Ach Gott! Wie zur Hölle soll ich denn da runterkommen? Ich probiere es offscreen noch ein paar Mal. Mann! Ich bin jetzt nochmal onscreen und ich probiere es jetzt mal dort drüben. Speichern wollte ich jetzt nicht. Was sagt denn die Energie? Ja doch, dann nehme ich mal sicherheitshalber eins. Mann, ich muss doch hier irgendwie vielleicht
Irgendwo, irgendwie, irgendwie, irgendwann, irgendwo, irgendwas, irgendwei. Ich will mal kurz so springen, dass ich da unten wieder bin und mich da festhalten kann. Ach Gott, was tue ich denn jetzt schon wieder? Also ungefähr, Moment, ich nehme sicherheitshalber trotzdem ein Medikit. Vielleicht muss ich da sogar ein bisschen Schaden nehmen oder so. Ah, das war viel zu weit. Also ich will jetzt mal probieren, so ein bisschen so möglichst nach rechts oder rückwärts oder wie auch immer zu springen, sodass ich da nochmal, also rückwärts. Nee, hier wollte ich eigentlich nicht hin. Irgendwie so rückwärts an der möglichst tiefen Stelle. Das gibt's doch nicht. Ich hab's überlebt. Ich habe mich komplett voll geheilt. Alter, ist das krank. Und deswegen, deswegen kriegt man hier auch ein großes Medipack. Mann, ist das schwul. Aber hey, ich hab's geschafft. Jetzt kriege ich Usis. Ist das krass. Krass Kacke. Hallo. Usis. So. Dann können wir jetzt weitermachen. Endlich. Oh nee. Aber mit Schwarz wollen wir dann doch nicht. Habe ich keine Fackel mehr? Doch, habe ich. Gut. Wo komme ich denn hier jetzt eigentlich raus? So hätte ich mir das Ganze vielleicht auch erleichtern können. Nein, hätte ich nicht. Hier war dieses Eis davor. Und das ist jetzt weg. Oder wie? Ja, ist jetzt einfach weg. Alles klar. Kein Problem. So ein Bullshit. Aber okay. Dann darf ich jetzt endlich diesen Hebel ziehen. Ich glaub's ja nicht. Ich glaub's ja gar nicht. Ich darf endlich den Kackhebel ziehen. Vorausgesetzt, ich würde da mal wieder hochkommen. Komm her. Komm. Ach ja, da kommt ja gleich so ein Bullshit-Mann, wa? Dann kann ich doch gleich mal 400 Schuss verballern. Oh nein, das werde ich nicht tun. Das wäre totale Verschwendung. Ich verballere lieber die letzten 35 Schuss meiner Automatik. Der Kerl wehrt sich nicht. Du hast fallen gelassen. Ein kleines Medipack. Und ich wette, hier muss ich hoch. Brauche ich jetzt wieder das Schneemobil? Sieht mir danach aus. Ich hole mir von hier alten, von hier alten, von hier hinten mal mein altes. Und fahre hier ganz gechillt durch. Endlich. Fortschritt. Oh nee. Oh, guten Tag. Oh, großes Medikit. Ja doch, das möchte ich dann doch schon gern riskieren. Gif großes Medikit. Ich hoffe, ich kann das so aufnehmen, wenn das so... Ja doch, kann ich. Oh nee, da kommt was. Hat er was fallen gelassen? Ja. Das nehme ich mir noch auf. Der Part ist übrigens gleich zu Ende. Kann ich euch schon mal vorwarnen. Sind das Granaten? Das sind Granaten und ein Schlüssel. Und jetzt sehe ich gerade dort hinten... Was ist denn hier? Ah ja, stimmt, hier sind wir ja gerade hergekommen. Hier sind die Kugeln. Ach so, so sind die... Musi... Automatikmedizin. So. Bin ich immer gespannt, wo uns der Schlüssel hinführt. Aber erstmal hier für den Schlüssel. So. Gut, dann. Setze ich den hier mal ein, den guten Chef Beaky.
und würde sagen, hier sehen wir uns im nächsten Part wieder. Von Let's Play Tomb Raider 2 The Golden Mask für den PC. Bis dann und ciao.